Jeden Nachmittag rücken sie aus, die Ärzte der Hilfsorganisation Emergency, über holprige Straßen, vorbei an müden Tagelöhnern. Wir sind in Apulien, gerade 10 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Foggia. Die Ärzte sind die einzigen, die den afrikanischen Wanderarbeitern hier etwas Hoffnung geben. Zu Hunderten hausen die Arbeiter mitten auf den Feldern unter notdürftigen Plastikplanen. Wir leisten hier Grundversorgung, garantieren die einfachsten Grundrechte. Das steht den Menschen zu. Vor 4 Jahren kam Andrea Bellardinelli das erste Mal mit seinem Ärzteteam hierher. Seitdem ist die Hilfsorganisation eine Dauereinrichtung. Denn die Wanderarbeiter kommen nicht mehr nur zur Erntezeit, sie leben hier das ganze Jahr. Um über die Runden zu kommen, schuften sie von morgens bis abends zu Hungerlöhnen. Im Sommer und im Herbst auf den Tomatenplantagen und jetzt bei der Olivenernte. Kein Wunder, dass die meisten an chronischen Muskel- und Gliederschmerzen leiden. Das Motto der italienischen Ärzteorganisation ist kostenlose medizinische Hilfe in Süditalien wie in vielen anderen Teilen der Welt. Und manchmal geben die Ärzte auch einfach nur Tipps. Diesen Mann aus Gambia plagen Rückenschmerzen. Das tut ungemein weh, auch im Stehen. Für einen Hungerlohn von 6 Euro am Tag hat er monatelang Tomaten geerntet, 25 Kisten am Tag. Skrupellose Landwirte nutzen die Flüchtlinge und Migranten aus Afrika als billige Arbeitskräfte. Ohne jede soziale Absicherung pflücken sie hier Tomaten für Supermärkte in ganz Europa. In Foggia ist ein ganzes Ghetto entstanden. Tausende Menschen leben ohne Strom, ohne fließend Wasser. Das empört auch die Ärzte von Emergency. Wir können nur mit dem Finger auf die Missstände zeigen. Wir haben weder die Mittel noch die Macht, grundsätzlich an der Misere etwas zu ändern. Dieses Dilemma spüren die Ärzte nicht nur in Apulien. Andrea Bellardinelli koordiniert auch Hilfsteams in Kalabrien und auf Sizilien. In Augusta bei Catania ist Luca Corso sein Ansprechpartner. Luca kümmert sich mit seinem Ärzteteam um die Versorgung vieler Flüchtlinge, die im Mittelmeer vor Libyen gerettet wurden. Über 300.000 Migranten haben so in knapp 2 Jahren Süditalien erreicht. Luca schließt gerade wieder einen Noteinsatz ab. Ein Ägypter hat sich beim Übersteigen des Lagerzauns den Arm verletzt. Wer keine Aussichten auf Asyl hat, versucht mit allen Mitteln aus dem Auffanglager hier zu fliehen. Manche schneiden sich sogar die Pulsadern auf oder springen ins Wasser. Oft geht es drunter und drüber. Die Ärzte und Helfer wissen, wohl nicht alle Flüchtlinge sind politisch Verfolgte und hätten in Europa das Recht auf Aufnahme. Aber fast alle brauchen medizinische Hilfe. Die größten Sorgen bereiten alleinreisende Jugendliche, Frauen mit kleinen Kindern. Ich habe viele mutige Frauen getroffen. Auf der Reise haben sie ihre Kinder und Männer verloren. Es berührt mich, dass sie bei ihrer Flucht nach Europa Trennung und Verlust von Familie und Kindern bewusst in Kauf nehmen müssen. Die tägliche Arbeit hier setzt einem zu, vor allem menschlich. Aber sie gibt dir auch das Gefühl, dass du den Menschen hier etwas Gutes tust. Zumindest hoffe ich das. Am Ende der Visite erhält jeder Patient einen Gesundheitspass mit den persönlichen Daten, verschriebenen Medikamenten, chronischen Krankheiten. Viele aus dem Erstaufnahmelager auf Sizilien treffen die Ärzte dann vor ihrer mobilen Krankenstation in Apulien wieder. Als schlecht bezahlte Tagelöhner endet hier ihr Traum von Europa. Für Andrea Bellardinelli ist der Einsatz für die Migranten in Italien immer wieder eine Herausforderung. Auch wenn sie am Ende Aufenthaltspapiere erhalten, leben viel zu viele in menschenunwürdigen Umständen. Und das in einem Land wie Italien, das sich eigentlich dem Schutz der Menschenrechte verpflichtet fühlt. Arbeit gibt es für Emergency zur Genüge, sogar vor der Haustüre. Vor 20 Jahren, bei der Gründung der Internationalen Ärzteorganisation, hätte das wohl niemand geahnt.